Servus, Freunde des schlechten Geschmacks und der Seichen Unterhaltung und willkommen zurück zu No Man's Sky. Heute der nächste Kupferansammlung. Die wir jetzt mal kurz hier auf den Boden pellen. Danach können wir eigentlich unser Schiff hier herrufen und dann verkrümeln wir uns mal. Und suchen uns mal was Schöneres. Was uns nicht gleich töten will, vielleicht. Ich nehme auch gerne einen verlassenen Planeten. Gar kein Problem. Ein, wo die Anomalie stark ist, zum Beispiel. Da habe ich bisher gute Erfahrungen mit gemacht. Da gibt es zwar nichts, oder fast nichts, aber... Nein! Böse! Da. Wo bist du? Ich habe Nein gesagt! Hast du keine Hobbys? Boah, da baut man hier nichts an. Ein bisschen Kupfer ab. Beutet den Planeten aus und zerstört die... zerstört den Lebensraum der Tiere und dann greifen die einen gleich an. Das ist ja wohl eine bodenlose Frechheit. Die soll mal ein bisschen Respekt lernen hier. Ich glaube, das geht ja wohl gar nicht. Also bitte, Freunde. So ja nicht. Da wäre ich ja echt ungehalten, wa? So, da hat noch was. Ich glaube, das war's. So viel haben wir denn jetzt? Kupfer 266. Das sollte erstmal reichen. So, Schiff. Das ist, glaube ich, ein bisschen weiter weg. Ja, ganz bisschen. Das können wir, glaube ich, mal hierher holen, ne? Aber vorher baue ich die Pflanze da ab. Ich sehe die nur und die geben mir schon auf den Sack. So. Nee, so, so und so. Timer. Gut. So, und jetzt, ich überstehen lassen? Nee, ne? Ich hoffe nicht. Wenn ja, müssen wir es neu bauen. Oh, ja, guter Start, guter Start. Da lang. Guck mal, auf dem da waren wir noch nicht. Da schwurbeln wir jetzt mal hin. Erstmal runter von dem Drecksladen hier. Ich glaube auch die... Haben wir da schon? Ich glaube nicht. Guck mal. Die wollen wir noch nicht. Was gibt's denn da? Hyperboreischer Planet. Uralte Knochen. Frostkristall. Kupferdioxid. Was ist denn ein hyperboreischer Planet? Habe ich noch nie gehört. Ja, einmal hin da. Dauert nur eine Minute. Ach, stimmt. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst, ich kann das ja mal auch machen, ne? Steuerungsoptionen. Steuerung zuweisen. Muss ja irgendwas sein, was nicht zugewiesen ist, ne? Bearbeitungsraster. Was ist das für eine Taste? Ah, wart. Echt? Das geht hier. Ist ja ekelhaft. Na gut, dann mach ich das jetzt nicht. Kann ich jetzt sowieso nicht. Aber unser treibender Stoff ist gleich alle, ne? Reicht der noch? Pulsantrieb? Kann ich den so aufladen? Ja, ne? Oh, halt. Da kann ich besser Pyrit reinschmeißen. Habe ich ein bisschen mehr vor. Dum-di-dum-di-dum. Das ist eigentlich... Boah, mit das Schlimmste, glaube ich. An No Man's Sky. Diese ewig langen Reisen. Ich meine, das dauert ja schon echt nicht lange. Mhm. Und dann reicht das einfach, wenn ich 4 drücke, oder was? Jetzt wollen wir mal aufpassen, dass wir nicht gleich abstürzen. Oh, das ist, sieht sehr kalt aus hier. Ist es auch. Ja. Noch ein Frostplanet. Das ist ja ganz toll. Gucken wir mal, dass wir was Interessantes finden. Oh, hier ist aber schön, ne? Kalt, aber schön.
Ja, nicht so tief fliegen. Flieg mal ein bisschen höher, Junge. Was ist los mit dir? Da so riesige Berge. Die Landschaft ist schon schön. Schnee ist toll. Hier ist eine Höhle. Ach so. Ach, Steuerung 4. Okay. Boah, ist aber auch ein ganz schöner Griff, wa? Steuerung 4. So, ich scanne mal. Ach, guck mal da. Da können wir mal kurz hin. Wir müssen auch unbedingt noch Inventar erweitern, ne? Absprungkapseln wäre halt schön. Oder Abwurfkapseln. Gibt es die eigentlich noch zum Inventar erweitern? Oh, hier mitten im Gebüsch. So, ich gehe mal runter. Ah, okay. Temperatur extern. Ja, wieder. Ah, minus 61 Grad. Easy. Okay, dann ich versuche das mal. X. Nee, das war schon mal. So. So. F. Und dann Steuerung 4. Okay, und wenn ich jetzt 4 drücke. Oh, nice. Das ist gut. Aber ich glaube, da wäre eine F-Taste, glaube ich, sinnvoller für mich. So. So. F. Steuerung. F4. Geht nicht, ne? Ne, F-Tasten kann man, glaube ich, nicht belegen. Anscheinend nicht. Wovor hauen die denn ab? Wollen die alle hin? Sehr niedlich. Ein kleines Pferd. Wenn die gefährlich wären, das wäre interessant. Schon wieder ein Wächter. Zwei sogar. Ach, guck mal hier. Deswegen ein Ressourcendepot. Ich verstehe. Könnte man knacken. Muss man aber nicht. Ja, bei mir funktionieren die auch nicht. Hast du ja gerade gesehen. Schade. Aber ist ja auch egal. Muss sie so aufpassen. Ich weiß gar nicht, ob OBS noch mit F-Tasten belegt ist bei mir. Sollte eigentlich nicht. Nicht so möglich. So, ich knack das Depot mal nicht. Weil wir nämlich immer noch keinen Blitzwerfer haben, weil ich doof bin. Also, wenn das hier, also Frostplanet, wir fliegen auf alle Fälle gleich wieder weiter. Und dann gucken wir mal. Wir müssten eigentlich auch mal auf eine Raumstation. Die Wasserstoffgelee. Scannt er mich gerade? Kollege? Ich will nicht gegen meinen Willen gescannt werden. Hau mal ab da, du. Da stehe ich nicht so drauf. Ich lasse euer Depot ja in Ruhe. Macht ihr mal keinen Kopf, Kollege, wa? Warte, was gibt's hier? Frostkristall, Kupferdioxid. Und uralte Knochen. Das interessiert mich. Alte Knochen sagt mir sogar irgendwas. Was ist das denn? Unbekanntes Gebäude. Da. Wir haben das Technologiemodul. Ich will uralte Knochen. Ich will uralte Knochen. Gibt's hier nicht. Oh. Schon wieder so ein Gubbeltier, ey. Mist, jetzt hab ich zu früh losgelassen. Der frisst Modit. Ja, wäre schön. Natürliche Grabstätte. 345 Schuh. Da laufe ich zu Fuß hin. Tu mir vorher einmal aufwärmen. Natürliche Grabstätte. Ich hoffe, wir sehen beide die gleiche Stelle. Was ist das denn? Hast du den getötet? Alter, bist du krank. Ich hoffe, das war jetzt kein Sarkasmus mit deinem
Knochengraben auslieben. Knochengraben aus. Ja, ich. Am besten ich halt die Fresse für heute. Ich kann sowieso nicht reden. Knochen ausgraben lieben. So. Ich habe heute echt Sprachprobleme. Ich weiß gar nicht warum. Vielleicht weil ich schon so lange nicht mehr gestreamt habe. Weil ich umgebaut habe. Test 1, 2, 3, Test 1, 2, 3, A, B, C, D, E, F, G. Alles nicht so einfach. Okay. Bin ich dann auf dem richtigen Weg? Ich frage für einen Freund. Natürlich, die Grabstätte ist bestimmt uralte Knochen, oder? Das muss es einfach sein. Kann ich auch in den Keller gehen, oder? Okay. Ein Bummler. Kenn ich die schon? Ja. Ich glaube, ich kann hier runtergehen, oder? Bin ja da. Brauche ich ja nicht buddeln. Wo war denn jetzt der Höhleneingang? Bin vorbeigelaufen. Scheiße. Na gut, dann grabe ich halt selber. Knochen, ich komme! Sieht aus wie ein Kiefer. Vergilbte Knochen. Huah, leck mich am Arsch. 108.000. Scheiße. Gib mir alles. Lass mich dahin. Muss das alles haben. Boing. Noch mehr? Krasses Pferd. Geiles Multitool, ich komme. Vielleicht sogar heute noch. Weg da, weg da. Alles weg. Was? Hä? Wo hat das hingelagert? Oh nein, die sind ja... Ach, die sind auch noch unterschiedlich. Ja, leck mich fett. Das kann doch nicht. Hier, was? Warte. Was? Warte. Warte. Stopp. Halt. Jetzt bin ich überfordert. Ja. Mist, das Modit. Hier kann ich auch drauf scheißen. Brauch keine Sau im Mist. Boah. Seltener Gegenstand. Abgeplatzte Knochenfragmente. Oh. 318.000. Hm. Mama. Handel, hoher Wert. Ja, klar. Okay. Ihr wisst, was das heißt. Wir müssen leider Knochen suchen. Ich hasse alles. Ferritstaub, tschüss. Brauche ich nicht. Gibt's genug? Nochmal. Krass. Dieser komplette Satz Rückenwirbel von einer mehrköpfigen Kreatur wirft mehr Fragen auf, als es Antworten gibt. Ein kurioser Fund. Hossa. Und Silikatpulver. Silikatpulver ist mehr oder weniger wichtig. 318. 361. Das Salz. Ja, aber guck mal, das ist auch schon 15.000. Wir müssen mal auf eine Raumstation oder sowas. Wir müssen nämlich mal Dinge verkaufen. Jetzt muss ich mich erstmal wieder... Hier geht's raus. Halt, halt. Hey, ich will da raus. Sieht hier unten so untexturiert aus. Hurra. Guck mal, das sieht aus wie ein Einschlagkrater. Ich glaube, das ist wenig sinnvoll, jetzt noch weiter Knochen zu suchen, wenn das Inventar sowieso voll ist, ne? Okay. Ich habe das Gefühl, wir müssten hier doch eine Base bauen. Weil wenn es diese Knochen hier gibt... Ja, wahrscheinlich. Guck mal da. Und habe eine Kupferansammlung da drinnen verloren. Okay, bis jetzt will mich hier noch nichts fressen. Ich würde sagen, wir bauen hier. Wir müssen uns nur einen schönen Platz suchen. Den wir nicht so einebnen müssen am besten.
Finde ich gut. Irgendwo Schönes. Guck mal, da sind auch mehrere Einschlagkrater. Offensichtlich bin ich hier öfters abgestürzt früher mal. Aber dafür ist mir nicht ständig was aus der Tasche gefallen. Oh, die Knochen. Okay.